Ja, Freunde, heute geht's dann auf in die neue Welt. So wurde abgestimmt. Dazu wird jetzt direkt dieses Schiff klar gemacht. Und wir gucken gleich Ich mal, bin zuversichtlich, dass erwische ich Sie bei besonders guter dass wir noch Laune ein bisschen direkt Geld aus dem rankriegen Fenster. und dass wir dann noch ein bisschen nebenbei ausbauen. So, den Der Subtext ersetzen ist mit bloßem Auge ja kaum wir. zu Verbrauch ist erkennen. erstmal egal, also nur Geld. Ich kann nicht glauben, wie. Geldmäßig Natürlich geht es uns ist es erstmal gut, solange wir die nicht. Ich Zeitung kann nicht mal das beherrschen. Gesicht schnitzen. Aber wir können ja hier alles Mögliche Sie noch geben sich verkaufen. erstaunlich kämpferisch in Ihrem kleinen Stückland. Kommt hier noch irgendein Feind? Aber Sie Nein. kennen sich aus. Der General ist gut. Der tut mir nichts. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, hier ist noch alles klar. Wurst minus 2. Naja, komm. Was kostet die Welt? Ja, dann könnte man rein theoretisch noch einmal das abreißen, weil wir brauchen das nicht mehr. Steinchen brauchen wir auch nicht mehr so viele, können wir auch abreißen. Schiff Dadurch ist würde von der der Platz hier Überfahrt zu frei Beginn. werden. Das sind 7, 9, ja. Das passt nicht. Deswegen müssen wir es so machen. Geht diese Zwickmühle umgangen. Wunderbar, haben wir noch ein paar Häuser mit dazu bekommen. Reicht aus. Sollte jetzt erstmal ausgeschlachtet sein. Kanonen weiß ich noch nicht, ob ich das re reduziere. Wer ist er denn? Achso, ist hier gerade gebaut worden. Hier können noch zwei Schiffe gebaut werden. Das ist schön. Gut. Achtung, Jetzt schicken wir ihn Admiral erstmal auf die Bist. Reise, sonst wird das hier heute nichts mehr. Wir brauchen Schnaps. Obwohl, so viel brauchen wir auch nicht mit. Die sollen ja nicht. Die sollen davon leben und sich nicht besaufen. Noch irgendwas anderes mitnehmen? Ach, komm. YOLO, das wird schon. Das kriegen wir schon hin. Hier ab in die neue Welt. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Ist er das? Ja, gut. Hat er wenigstens einen kleinen Piraten mit dabei, das wird dann schon. Gut. Jetzt bauen wir noch mal Getreide ein bisschen aus. Damit wir schon gleich genug Getreide in Überfluss haben, wenn wir gleich die Bierbrauereien aufbauen. Dann hätten wir das schon mal alles da. Getreide, Getreide, Getreide. Bup, 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 bup. Dann könnten wir hier eine Melzerei ansetzen. Die würde hier ganz toll damit ranpassen. Sowieso alles. Ich sag's immer wieder, alles provisorisch erstmal. Wir brauchen Steine, ganz dringend. Ja, Schiff ist von der Überfahrt haben wir hier nicht noch irgendwo ein. Da, hier, sieh. Bringen Sie mal ein bisschen was mit. Der wird verkauft. zurückgekehrt. Oh, endlich kann ich mal diese. Damit wir Sehen genug Sie? Geld haben. Schon haben wir 100.000. Oh, Ihre uns geht's ja gut. Majestät ist Gibt's nicht hier ein zu Item? Ich bieten. gucke immer wieder und ich weiß, dass es nichts bringt. Sie. Ich bin das von meinem anderen Geschäft schönen erwartet Spielstand mich so bald. gewohnt, dass es da immer was Tolles gibt, aber. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und was soll's? Nehmen wir noch mehr mit. Wunderbar. Weg. Nochmal kontrollieren. Ich weiß nicht. Hier ist ja eigentlich genug Platz. Zack, zack, zack. Da steht eine Straße, das ist. Den würde ich ja gerne daneben setzen, jo. Ja, das passt schon irgendwie. Das geht auch irgendwo in Ordnung. Ich würde den ganz gerne noch updaten. Oder zumindest hier ihn. Hier war doch auch noch einer. Bauen wir den noch aus, dann stehen da erstmal zwei. Das können wir halten wie ein Dachdecker, glaube ich. Gut, alles klar. Jetzt Bier. Das muss heute auch noch fertig werden.
keine Expedition. Dann zeigt er mir das dann noch an. Welche muss ich denn noch anklicken? Ich werde dann mal. Wir können nur. Macht er das jetzt automatisch? Das interessiert mich jetzt. Schiff unter Beschuss. Halt, wer schießt? Zum Angriff, holt ihn euch! Wo wollen wir denn hin? Abdrehen, dann in die andere Richtung, Feuer. Und nochmal rüberschwenken. Ich wollte die Taktik mal ausprobieren. Egal. Der kleine Lulatsch fährt hier also durch. Was kriegen wir? Müll. Wegen drei Sack Kartoffeln haben wir ihn jetzt hier über den Haufen geballert. Toll. Komm, dann stellen wir den genau hier zwischen. Könnten wir hier mit Kanonentürmen, könnten die mir hier richtig Ärger machen, weil diese Insel müssen wir auf jeden Fall noch erobern. Wir hätten hier zweimal Eisen, Kupfer, Zink und sie ist direkt bei mir vor Ort. So könnte ich hier diesen Kanal komplett zustellen, von beiden Seiten mit Kanonentürmen. Das wäre echt praktisch. Das wäre quasi eine Verteidigung für Cap Trelawney direkt. Ja, jetzt bauen wir hier nochmal drei Häuser nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der Gegenseite gegenüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bauen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Bauen noch zwei Wege ran. Dann ist hier erstmal fett Aufstand. Das ist schlecht. Was ist denn jetzt wahrscheinlich wegen der Zeitung? Weiß keiner. Keine Wurst. Unzufrieden wegen Wurst. Stimmt, das muss ich auch noch irgendwo bauen. Dürfte ich jetzt erstmal mit Bier anfangen. Danke. Das soll hier hin. Dann schauen wir mal. Kriegen wir das hier auf diese kleinen Englänge? Probieren wir mal aus. Das soll auf jeden Fall hier hin. Halt. So. Jetzt. Das Ganze brauchen wir mal 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, es passt nicht ganz. Oh, und ärgern, ärgern, ärgern. Es wird nur 9 passen. Schade. Ja, dann neuen Spielstand anfangen, nochmal von vorne. Nein. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, war das jetzt so richtig. Kontrolle. Sind 11. Trottel. Jetzt aber. So brauche ich es nicht. Wie hoch muss ich das eigentlich machen? Ich mag meine vorgefertigten Layouts. Ich weiß gar nicht, ob das noch sonst so einer baut. Ich hoffe mal, weil das ist so, ich finde, mit einer der besten. Entschuldigung, habe ich einen Platz vergessen. Aber auch hier werden mir wieder Leute widersprechen. Weil es immer noch produktiver geht, aber ich finde, das ist einfach zu merken, diese Reihen. Und dann das Ganze als Rechteck kann man eigentlich wunderbar aufbauen. Und geht mit jedem. Man muss nicht also für jedes irgendwas extra machen. Den nach oben, den nach oben. Ich könnte das auch mit dem Kopieren machen, aber der setzt das nie so rum, wie ich es gerne hätte. So, nochmal kontrollieren. 10 Stück, passt wunderbar rein. Alles klar. Einmal die Runde rum. Bautz, Bautz, Bautz. Perfekt. Ich könnte, wenn ich wollte, die... Könnte ich auch hier hinbauen. Hier oben, das vollenden wir später. Was ich schade finde an diesem Kopieren ist, wenn ich jetzt... So mache... Kann ich ja nicht sagen, hey, ich kopiere das Ganze mal. Weil dann kopiert er nämlich nur ein Feld, das ist Quark.
Wenn ich das jetzt baue, weiß ich nicht, kopiert er dann auch nur ein Feld? Ja. Toll. Muss ich mir doch die andere Tastenkombination raussuchen, dass das hier funktioniert. So. Verdammt, verklebt. Und ärgern. Wir brauchen, glaube ich, 8 Stück, ich bin mir aber gerade nicht sicher. 4, 4, 1, 3, 8, ja. Machen wir 9. Können wir fast die ganze Reihe durchziehen. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Minute 1,30, ja, sollte hinkommen. Ja, wir bauen ja schon. Entspann dich mal, Süßer. Haben wir noch genug Geld? Ja, Geld sieht gut aus. Ich darf nicht vergessen, dass das meiste momentan immer noch von der Zeitung kommt. Gut. Wenn wir jetzt nicht genug Hopfen haben, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich irgendwas verkehrt. Den erstmal bauen. Den auch erstmal bauen. Den updaten. Fällt erstmal flach wegen ist nicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dann holen wir noch ein bisschen Getreide nach. Sicher, sicher. Ich habe lieber zu viele Rohstoffe als zu wenig. Dann am Ende steht man wieder da mit Wind im Haar und dann... Boah. Warum haben wir denn gerade nichts? Melzerei. Wenn wir die hier direkt dran setzen, das können wir ja machen. Das wäre nicht das Problem. Dann müssen wir hier einen Weg rumsetzen. Dann hätten wir die aber... Das ist... Bauen wir es so. Probieren wir es mal. Schiffchen. Eile er sich. Hier können wir schon mal ein paar Straßen ziehen. Warum ist hier eigentlich Aufstand? Wir brauchen Steine. Wir brauchen viel mehr Steine. Aber da haben wir eigentlich genug. Ja. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Er hätte es auch nebeneinander bauen können. Ist doch egal. So. Der erste ist frei und der zweite kommt gleich. Schiffchen. Schiffchen, wir brauchen dich. Schiff vom Stapel gelaufen. Noch ein neues Schiff, sehr gut. Können wir gleich verkaufen. Haben wir Geld. Kannst direkt gleich wieder rüberfahren. Und tschüss. Kommst auch mit Steinchen, das ist schön. Updaten, updaten. Wir brauchen noch kein Update. Haben wir schon genug? Wir haben doch schon ein bisschen was angesammelt, oder? Ja, das ist gut. Steht erstmal da, jetzt haben wir Steine. Jetzt kommt Bier. Den hätten wir doch auch ranbauen können, oder nicht? Konkurrenten wird belagert. Wollen Sie jetzt kurz mal gucken, wie das jetzt am besten kommt. Den so hinsetzen. Den so, den so. Müsste da noch einer hin, dann könnte ich noch so einbauen. So einbauen, so einbauen. Und würde hier auch noch einer hinpassen. Das wäre aber wieder einer zu viel. Nee, doch, Entschuldigung, alles richtig. Könnte der hier noch mit rein. Und dann hätte jeder eine Verbindung zu denen. Und das Ganze wunderbar umschachtelt. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh, das ist nicht gut. Die Attraktivität dieser Stadt hat sich verringert. Wie lösen wir das Problemchen? Vielleicht mit einem Feuerwehrchen? Daran hätte ich auch mal denken können. Es ist vielleicht ein bisschen heiß hier wird. Ja. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, sorry.
Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, dann können wir den nämlich. Jetzt hängt die Maus gerade fest. Bauen wir das Ganze neu auf. Die Waffenruhe wurde beendet. Sobald wir genug Steine haben, geht es hier richtig voran. Schön parallel. So wie ich es mag. Viel Liebe. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Schönes Muster. Mir gefällt's. Ich finde sowas klasse. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ein Schiffchen ist schon wieder da. Wunderbar. Das ist mein Schiff zum Verkaufen. Glas haben wir. Genug. Nehmen wir noch ein paar. Hölzchen mit, ich weiß, die sind jetzt nicht so viel wert, aber wir haben es gerade da. Nehmen wir es mit. Steine, Holz können wir auch noch gebrauchen, Stahlträger nehmen wir auch mit und rüber da. Hier werden immer noch Schiffe gebaut. Wie viele Schiffe ich bauen kann, ist ja der Wahnsinn. Ach ja, so, jetzt. Ich habe die ganze Zeit drauf geachtet und wenn man nicht drauf achtet, ist fertig. Wir schaffen das. Komm schon. So weit ist es doch nicht dahin. Wir müssen noch Würstchen machen. Ich muss noch eine Wurst machen. Hört sich komisch an, ist aber so. Nächstes Schiff. Das kann auch erstmal hier stehen. Wo mache ich denn eine Würstchen fahren? Erstmal schmeißen wir jetzt das Bier an. Eins, zwei, drei, vier reicht nicht. Schade. Tja. Wir brauchen noch ein paar Steinchen. Super. Du bleibst gleich mal hier. Achtung, Admiral anwesend. Stocken wir meine Flotte auf. Dann kannst du von hier... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Hat er eigentlich gar kein Geleitschiff mehr? Er hat gar kein Gleitschiff mehr. Hier, mach du. Mein Kartoffelhof ist in die Luft geflogen. Toll. Klasse. Super. Wenigstens haben wir wieder genug Steine hier. Eine Explosion erschüttert eine ja, hier fliegt alles in die Luft. Ich baue da gleich noch, ich muss da noch eine zweite Feuerwehr hinbauen. Ich glaube, sonst wird das nichts. Komm, obwohl hier ist noch Platz für eine Dings. Ja, das passt so. Was soll's. Bauen wir noch mal einmal ein bisschen was hin, will aber dann auch nichts mehr hören. Gut. Bauen wir so oder so, so oder so, so oder so, so oder so, so oder so. Ist doch egal, Hauptsache steht erstmal. Gut, zwei Sekunden warten. Bautz. Gebäude wurden zum Raum der Flammen. Bautz. Wunderbar. Den noch updaten. Den auch noch. Jetzt passen wir aber mit unseren Steinen, wenn wir mal welche haben. Komme ich jetzt dazu, meine Schweine aufzubauen? Oder ist noch irgendwas, woran ich jetzt gerade nicht gedacht habe? Alles ist gut. Wie nennen wir eigentlich unsere Stadt? Ist eigentlich egal, aber falls einer einen Vorschlag hat... Wo war ich jetzt hier? Habe ich schon alle Schiffe losgeschickt? Ah ja. Ihn noch verkaufen. Halt, erstmal nochmal gucken. Vielleicht gibt's ja doch mal. Ich gucke immer wieder. Ich weiß, dass es nichts bringt. Komm, wir würfeln mal. Ist Quark. Gut. Lassen wir. Bringt ja eh nichts. Vielleicht hole ich mir mal ein gutes Segel. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen Geld. Jetzt können wir mal was ausgeben. Gut.
Gut. Hopfen, Getreide. Ja, haben wir alles da. Wunderbar. Wir haben jetzt zwei zu viel, aber was soll's. Lieber zu viel als zu wenig. Von mir aus freigegeben. Ich Schweinchen. bin Ich komme zufrieden. nicht dazu. Es kommt Sie immer haben irgendwas mir etwas dazwischen. voraus. Obwohl, wenn wir das Ich jetzt nur denke so nicht, machen, dass wie Sie viel sich Geld haben wir gewünscht dann haben, noch? mehr als eine kleine Wunde. Plus 15 nur noch. War das jetzt schon zu viel? Eieiei. Unterdrücken Sie die Massen, dann ist der Ärger bald vorbei. Eieiei. Viele Augen sind auf. Eieiei. Wir schlingern ins Ungewisse. Ich komme gleich dazu. Ich hoffe, Sie sind erfinderisch. Saus, der Glaube. Bereit für was auch immer. Ich glaube, wir kommen jetzt da gleich an. Kann ich jetzt aber vorher noch. Hier muss jetzt hier noch die Straße lang. Dann bauen wir von hier aus. Das passt gut. Nehmen wir so. Der, zack, zack, zack. Zack. Bauen wir den so? Na komm, dann setze ich ihn direkt daneben. Dann. Ja, das ist dann Quark. Obwohl, es ist fast egal. Ach komm. Ist eh nur provisorisch, also baue einfach. Nein? Muss perfekt sein. Sonst ist es halt nicht gut. Wenn es nicht gut ist, gefällt es mir nicht. Da können wir nichts dran ändern. Das lassen wir so. Perfekt. Dann würde ich hier ganz gerne einen Sechser stehen lassen. Ich überlege noch, ich überlege noch. Ich gucke erst mal, wie es aussieht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, machen wir so. Keine Masterarbeit, aber halt. Schön, dass Sie wieder da sind. Willkommen. Alte Welt, alles gut. Schiffe. Habe ich überhaupt noch Schiffe beauftragt? Der baut noch ganz fleißig. Wunderbar, sind 35 Dynamiser, können wir mit leben. Dann Schweinchen hier, Schweinchen da. Alles ist so wunderbar. Da, 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 da. Würde ich ja ganz gerne. Hier noch den hinsetzen, irgendwo, zumindestens irgendwie so tun, als ob. Da das alles aber nie so passt, wie ich mir das gerade denke, machen wir es einfach so. Dass ich auch immer aus allem eine Masterarbeit machen möchte. Wo wird hier eigentlich was immer gekauft? Das würde mich mal interessieren. Was machen die denn hier immer? Zurückgekauft. Ich habe immer keine Zeit, um mich um die anderen zu kümmern, weil ich mit mir beschäftigt bin. Ich habe ernsthaft zwei vergessen. Das ist jetzt schlecht. Passiert.
kein Problem. Wir haben ja hier noch genug Platz. Ist ja noch nicht so, als wenn wir hier komplett drüben fischen. Jetzt muss ich die ganzen Felder hier abdecken. So. So. Irgendwas noch vergessen? Nein, wunderbar. Dankeschön. Den stellen wir so hin. Auch nicht extrem schön aussehen, aber wenn wir verklickt. So bauen. Und hier haben wir dann ein schönes Muster drin. Die Menschen lassen sie hochleben. Der Teufel fordert seinen Tribut. Ob hier wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ah, das können wir auch so stehen lassen. So. Das muss jetzt aber auch reichen. Da oben hätte ich ja jetzt gerne noch einen Platz gehabt, aber schade. Gut, sieht komisch aus, ich weiß. Erfüllt aber alles seinen Zweck, hoffe ich. Zumindest. Na. Wie weit sind wir hier? Komm, wir wollen heute noch ankommen. Komm, wir verfolgen die Diebe, wohin auch immer. Komm, weitersuchen. Losbauen, kein Problem. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Nichts gefunden auf der Verfolgungsjagd. Schade. Zack, zack, zack. Erstmal das Ding ordentlich anschmeißen und jetzt geht's hier ordentlich los. Wir brauchen noch ein paar Steine. Na Gott sei Dank, na Halleluja. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Kannst direkt wieder rüberfahren. Und schon ist wieder alles in die Luft geflogen. Achtung, Admiral anwesend. Wunderbar, da kommt das nächste Schiffchen. Du kannst gleich mal alles mitnehmen, was wir hier so da haben. Gleich wieder rüberdüsen. Schon das fünfte Schiff da. So, wo brennt's jetzt? Achso, hier. Die Köhlerei. Was brennt denn noch? Wieso kann ich die nicht renovieren? Ach ja, jetzt fehlen fünf Steine. Die habe ich gerade mitgenommen. Ach, herrlich. Den können wir nicht updaten, weil wir gerade kein Geld haben. Doch, haben wir ja schon, aber wir haben gerade keine Steine. Wir haben auch nichts hier. Gerade alles weggenommen. Trottel. Ja. Kurz mal abwarten, sonst vergesse ich das gleich. Bisschen Fahrstuhlmusik finde ich schlecht. Na, haben wir es jetzt? Danke. Hier ist noch alles in Ordnung. Bier haben wir genug. Ich kann auch aufs Haus klicken, aber. Nun gut, Knut. Sieht alles akzeptabel aus. Jetzt hier mal rüber schauen. Ihr habt jetzt Würstchen. Ihr seid jetzt glücklich. Spielstand gespeichert. Und wir arbeiten noch dran. Zack. Noch ein paar. Dann haben wir natürlich keine Bauern mehr. Das ist schlecht. Ich könnte das zweite Quadrat anfangen zu bauen, aber das wäre nicht unbedingt ratsam. Aber ich könnte ja hier meine Außenlinie noch mit Häusern zupflastern. Ah ja, hier hinten auf der Ecke war das. Das Haus sollte so hin, nicht wahr? Das war alles schon geplant. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau warum, aber ich könnte mir ein Video anschauen, wo ich es erklärt habe.
Hier ungefähr müsste die Mitte sein. Das ist jetzt keine Masterarbeit. Weil es nämlich egal ist. Ich von beiden Seiten anfange. Gut, das sollte sich jetzt alles wieder klimatisieren. Ich habe bloß da den Platz fürs Dings vergessen. Ist aber nicht so schlimm, weil das kann ich im Nachhinein noch alles regulieren. Wichtig ist erstmal, dass die Häuser stehen. Auf ihn schießen. Haben wir was gekriegt? Nee, aber jetzt müssen wir da ankommen. Halleluja! Wir sind da. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Wir starten von hier unten. Es ist nicht zufällig noch irgendwo eine Insel frei. Sind unterwegs. Wollen wir mal die Flotte darüber schicken und gleich mal was erobern? Ach, das dürft ihr dann wieder aussuchen. Dann habt ihr wieder was zu tun. Wollen wir das hier schon machen? Und natürlich kommt sofort der Erste an und will hier auf den Sack haben. Ach nee, mit ihm bin ich ja gar nicht, noch nicht im Krieg. Das ist gut. Muss nur noch jetzt nochmal schnell gucken, ob das jetzt alles hier in Ordnung geht. Ja, Wurst und alles in Ordnung. Depots bauen, Anlegestellen bauen, Hafenmeisterei bauen, zwei Depots. Haben wir sowas? Rein theoretisch. Da würde ich gerne noch ein bisschen Platz lassen, dann können die da rumfahren. Nur eine Hafenmeisterei und eine Anlegestelle bauen. Also wenn, ich tue hier so, als wenn ich hier übelst das Geld habe. Das ist witzig, nicht wahr? Die Hafenmeisterei. Ja, die ist doch mit dabei. Ja, das ist schön. Gut, wenn ich die Hafenmeisterei jetzt genau so wollte ich das nämlich haben. Auch keine. Das kostet sogar noch Geld. Na toll. Dann bauen wir dahinter auch noch eine und dann kommt hier eine Anlegestelle hin. Sieht vielleicht nicht sehr sexy aus, aber sobald ich genug Steine habe, dann geht's los. Die Häuser müssen noch ein bisschen gebaut werden. Ja, da kommt noch das Doppelte raus. Dann sind wir hier wieder im Plus. Geldmäßig sieht es erstmal akzeptabel aus. Jetzt können wir spazieren fahren. In der Hoffnung, wir werden jetzt nicht abgeknallt. Wir sollten ja echt aufpassen, auf wen wir schießen. Ich gehe hier drauf, wenn ich hier spazieren muss. Ich will hier nicht einfach nur spazieren fahren. Einfach mal hier Heudewitzka mal schön rein. Das Schiff ist verloren. Wenn ich das mache, da sollte ich lieber mein Flaggschiff vorlassen. Das ist Quark. Umdrehen. Raus aus dem Club. Haben wir noch von irgendwas beschossen? Ich hoffe nicht. Du bist wieder drüben angekommen. Du bist auch hier. Sehr gut. Nein, 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 nein. Hier hin. Ich verheiße dir Großes. Wo ist denn mein... Wo ist eigentlich mein... Wo ist er denn? Der ist gerade noch in der Zwischenwelt. Gut. Alles klar. Vorsetzen. Ist da irgendwas? Das ist ein Linienschiff. Minder. Hier ist die Hauptschifffahrt. Feloni, fahr. Ja, tschüss! Was für eine Kampftaktik, sich einfach außerhalb des Randes hinstellen, wenn man einen HP hat, einfach zurückziehen. Was für ein cleverer Fuchs. Kommst du heute noch? Da fahre ich jetzt gleich mit meinem Flaggschiff rüber. Dann gucken wir uns die Sache erstmal an, erkunden und entscheiden dann, welche Insel... geballert. Ich kann auch hier jetzt hier die Sachen einsammeln. Dann spiele ich so wie hier, kennt ihr diese kleinen Vögel, die immer den Haien und Walen immer so das Essen aus den die Essensreste aus den Zähnen, aus den Zahnlücken so picken. So frei nach dem Motto, ich nehme einfach das, was übrig bleibt.
Nehmen wir die Kanonen mit. Was haben wir sonst noch da, was wir so mitnehmen könnten? Glasscheiben nehmen wir auch ein paar mit. Hier können wir auch noch mitnehmen. Kommen wir erstmal mit rüber. Das fahren wir hier noch hin. Dann könnte ich einen von denen. Oder soll ich mir ein anderes Schiff nehmen? Ich weiß nicht, er ist am schnellsten. Das andere kann sich ja nicht wehren. Ein bisschen Verteidigung wäre nicht schlecht. Dann schicke ich eins von den Neugebauten rüber. Weil das andere hatte jetzt ein Item dabei. Das wäre jetzt Quark gewesen, den jetzt da in den Tod zu schicken. Gut. Das ist aber ziemlich knapp hier mit den Einwohnern. Naja, wir können zur Not hier noch so eine Reihe bauen. Schwupp. Ich stelle nochmal dieses Kästchen um Rahmen mit Steinen und dann wird das schon, hoffe ich. Gut, gut. Du bist da. Jetzt haben wir ja eigentlich genug Schiffe, um hier schon mal irgendwas zu erobern. Zunächst einmal können wir ja ein bisschen was updaten, damit wir hier erstmal vorankommen. Bop. Bop. Wollen wir noch eine Reihe? Komm. Was kostet die Welt? Jetzt könnten wir mit Nähmaschinen schon mal bauen. Bier haben wir. Wir könnten noch ein Varieté bauen. Haben wir dafür? Ja, wir haben ja schon Fenster gespart. Das ist aber schön. Hier dann. Oder hier? Hier müssen wir aber die Feuerwehr nochmal abreißen. Stehen eigentlich außen eigentlich schon genug Feuerwehren drumherum, oder nicht? Boah, ich traue mir die Nummer nicht. Sicher, sicher. Kann nämlich, das ist nämlich so das wichtigste Gebäude in Krankheiten. Dann noch ein Varieté. Das können relativ weit in der Mitte stehen. Oh, 50 Steine. Wir war alles nicht haben. Steine. Gut, Nähmaschinen. Ich hole da gerade 50. Eisen, Eisen. Eisen. Kohle. Also ja, super hier. Genauso hier. Steinkohle, Eisen, Eisen. Eisen, Steinkohle. Nehmen wir die beiden Dinger schon mal in Beschlag. Kann's losgehen, auf geht's. Kann hier schon mal produziert werden. Stelle ich hier mit dran. Bupp. Stellen wir hier mit dran. Wunderbar, das passt sogar. Und jetzt, reißen wir das Stahlwerk nochmal ab. Was wir zum Glück diesmal nicht schon im Vorhinein gebaut haben. Und überlegen, ob wir dieses nicht irgendwo hier oben mit hingesetzt bekommen. Allerdings blockiert es dann den Weg von der Eisenerzmine. Macht aber nichts. Irgendwann wird das sowieso nochmal neu geordnet. Ich hätte es ja gern dahin gehabt, aber leider passt das nicht. Anders kriege ich es auch nicht so richtig hin. Ich könnte es so reinstellen. Sieht dann ein bisschen komisch aus, oder? Du kannst auch ohne Weg fahren. Aber wenn das Ding in die Luft fliegt, dann brennt der mir alles ab. Stelle ich ihn hier drüben ab. Wenn der in die Luft liegt, dann fackelt das da raus. Es ist doch überhaupt hier gesprungen. Ob ich das nur hier hinsetze oder da. Komm, setzen wir es einfach hier mit hin. Einige sagen sich, was tut er denn da? Andere sagen sich, was für ein Geniestreich. Ich sag, naja, Hauptsache steht. Jetzt hätten wir das auch gleich so bauen können. Naja. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Kann ja nicht schaden, weil jetzt bauen wir nämlich so wie immer erstmal alles provisorisch. Die Nähmaschinen hier auf. Die stehen nämlich direkt schon mal da. Bup, bup, bup.
nicht sehr sexy. Haut ab! Verzieht euch! Oh, Freunde. Da würde ich aber jetzt abdrehen. Und tschüss. Vielen Dank, dass Sie an dieser Übung teilgenommen haben. Nähmaschinen verkaufen. Glas und ein bisschen Stahlwaren. Rechtzeitig könnten wir das Schiff verkaufen. Dann fahren wir hier mit meinem Bötchen durch, weil das macht einfach Sinn, macht einfach mehr Sinn, wenn ich jetzt hier mein Flaggschiff nehme, weil wenn er stirbt und ich bei dieser Insel ankomme, hier bei, wie heißt es ja noch, in der neuen Welt, dann kann ich ja da direkt das Boot neu kaufen und dann wäre das alles erstmal legitim. Jetzt kommt hier erstmal das Holz hin. So war das provisorisch mäßig gedacht. Den muss ich ja schon mal im Voraus so bauen, sonst wird das ja nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Der braucht ein bisschen Platz, sonst klappt das nicht. Die Frage ist jetzt, wie viel kann ich dem noch abnehmen? Bis hier funktioniert es, dann würde der in Ordnung gehen. Ich hätte das jetzt gerne schön gleichmäßig. Sehr gut. Wunderbar. Das Ganze stellen wir jetzt hier hin. Und dann überlege ich mir, dass ich dazwischen vielleicht auch nochmal einen Weg haben möchte. Und gleich muss ich gucken, warum jetzt schon wieder meine Schiffe über den Haufen geballert werden. Echt Streit gesucht. Oh, hier liegt ja jede Menge Müll rum wahrscheinlich. Gold, ich bin reich. Matrose. Kanonen. Der kann ja gleich nach Hause fahren. Kriegst gleich ein neues Geleitschiff, wenn ich genug Kanonen habe, die ich gerade dabei habe. Wo ist eigentlich mein Flaggschiff? Da ist er ja, der Kleine. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Sie dürfen jetzt gleich rüberfahren. Und ihr dürft dann beim nächsten Mal entscheiden, könnt ihr euch schon mal Gedanken drüber machen, ob wir erst hier diese Insel erobern, also hier auf Caprelloni, uns diese Insel erstmal sichern. Das hat erstmal strategische Auswirkungen. Oder ob wir erst in der neuen Welt uns da jetzt eine Insel erobern. Muss ich jetzt erstmal durchgucken, weil wahrscheinlich wird alles besetzt sein, um da Lebensraum zu haben. Denn nichts anderes tun wir, als die anderen dort zu vernichten und dann da selber zu siedeln. Ja, müssen wir gucken, wie wir das dann da hinkriegen. Also etwa erst hier oder erst in der neuen Welt. Weil alles andere macht erstmal keinen Sinn. Jetzt fahren wir noch das Schiffchen. 15% brauchen wir, sonst. Eine wunderbare Idee. Sonst gehen wir hier unter. Fünf Schiffe. Können wir die nicht irgendwie eine. Dings? Nur eine Sternchenformation, na gut. Gibt es da nicht auch noch irgendwie eine Formationsliste? Da kenne ich mich nicht so aus. Ich führe einfach zu wenig Krieg. Ich bin auch mehr so der Baumensch. Ich überlege, ob ich noch mehr Steine mache. Da bist du ja. Ist das ein Feind? Nein, also wir können hier durchfahren. Das ist Feind. Sollte er schaffen, hier durchzufahren. Bis nach oben, oder? Ja. Wenn ihn keiner zwischendrin abfängt. Ich will ihn schon mal rüberschicken und als Vorschau dann schon mal losschicken. Das muss noch fertig werden. Komm, Tucker, Tucker, Tucker. Kannst du da nicht zwischenfahren? Da kannst du schon mal in die neue Welt. Du bleibst hier.
Du lässt die Kanonen her, nimmst dafür. Was haben wir denn? 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 Steine brauchen wir auf jeden Fall. Dann kannst du noch ein bisschen Holz mitnehmen. Können wir immer gebrauchen. Holz kann man immer gebrauchen. Noch ein Schiff in Auftrag geben. Und dann mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Das sieht gut aus. Nochmal kontrollieren. Alles voll. Wunderbar. Schmeißen wir hier schon mal die Nähmaschinen. Brauchen wir noch nicht. Noch verboten. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir direkt Nähmaschinen noch herstellen. Alles angeschmissen. Läuft alles. Wunderbar. Wie gesagt, sucht es euch aus. Etwa wir erobern jetzt diese Insel oder beim nächsten Mal eine hier irgendwo, die wir noch nicht haben. Gut, dann bis zum nächsten Mal.